Alles klar, Freunde, und willkommen zurück. Nun sind wir ja hier stehen geblieben im letzten Part, nämlich bei unserem, ja, Captain, haben die Geheimtechnik erlernt bekommen und nun werden wir aber trotzdem noch, wie gesagt, jeden besiegen. Wir werden ein bisschen trainieren noch, werden dann quasi von Oranje City aus nach rechts gehen. Ich weiß nicht mehr, welche Route das genau war, aber dort werden wir dann auch ein wenig trainieren und dann quasi machen wir uns auf den Weg nach Oranje City, beziehungsweise, was heißt Oranje City, auf den Weg zum Arenaleiter Major Bob. Das soll auf jeden Fall heute schaffen, Major Bob zu besiegen und unseren dritten Orden zu holen. Dementsprechend hoffe ich, haben wir auf jeden Fall Spaß heute. Lo, hast du schon mal den Pokémon Go Park bei Fuchsland City besucht? Nope. Pokémon Go Park quasi, da könnt ihr eure Pokémon vom Pokémon Go transferieren. Mein Papa und ich finden den Pokémon Go Park total super klasse. Ich will am liebsten gleich wieder hin. Alright. Pokémon Go Park sollte wahrscheinlich die Safari Zone ersetzt haben. Weiß ich nicht, werden wir auf jeden Fall dann sehen, sobald die in Fuchsana City da sind. Okay. Achso, warte mal, habe ich euch schon besiegt oder was? Sagt mir jetzt bloß nicht, dass ich nicht mehr besiegen muss. Weil ich schon quasi Asne herausgefordert habe und die Geheimtechnik habe, weil eigentlich hätte ich gegen die kämpfen sollen. So sah es nämlich aus, da war ein Pokéball, die beiden haben auf mich geschaut. Oh, oder ich weiß. Okay, das ist jetzt ein bisschen schade. Wenn wir gegen die nicht mehr kämpfen könnten. Hm. Okay, ich, wie gesagt, normalerweise kämpfe ich direkt gegen jeden. Party ist vorbei sein. Okay, es sieht echt so aus, als würde ich gegen die nicht mehr kämpfen, weil ich schon direkt durchgerusht bin. Aber gut, wir haben mal unsere Pokémon und dann gehen wir rüber, wie gesagt, nach rechts. Wir gehen noch nicht zur City, weil wir wollen da ein bisschen noch trainieren. Und genau. Ziehen wir unser Pokémon hier an der Stelle. Und ja, rechts sollte ein Pub-Trainer sein. Da werden wir auf jeden Fall gut trainieren können. Wenn alle Pokémon auf 20 kommen könnten, wäre es nicht schlecht. Außer Stubilikat. Stubilikat sehe ich jetzt nicht so im Team. Stubilikat nutze ich einfach nur aus als Fahrradersatz, sag ich mal. Aber ja. So, Moment. Das Mobilikat wollen wir aus dem Pokéball holen? Ja. Oder haben wir das schon? Wir haben gar kein Pokémon aus dem Pokéball. Genau. Snobby, komm mal her. Ah, aha, ja. Ist schon lol, ist doch automatisch. Und wenn man irgendwo hinkommt, wo es quasi nicht als Fahrrad fungieren kann, als Ersatzfahrrad, dann stoppt es. Du da. Ah, gute Elf sind wir, okay. Lol. Das ist ein ordentlicher Trainer-Coach, okay. Ja, let's go, komm, lass mal kämpfen. Schauen wir mal, wie ordentlich du bist hier an der Stelle. Trainer-Coach. Dante! Dein Pokémon Radfratz, okay. Und ihr habt schon gesehen, viele meiner Pokémon haben jetzt Schaufler drauf. Einfach zur Vorbereitung für gegen Major Bob. Schon mal ein bisschen vorbereitet. Also mit der TM habe ich es beigebracht, ey. Genau. Aber war das ein Superzahn? Gar nicht mitgelesen. Ui, okay. Boah. Also erstaunlicherweise macht es ein oder andere Pokémon mehr Schaden, als ich so mir vorstelle. Keiner weiß. Aber gut. Nicht schlecht. Komm zurück! Ah, Knirscher war das. Nee, das war kein Knirscher vorhin. Sollte ein Superzahn gewesen sein, weil es unser HP halbiert hat. Eigentlich. Ich hab's jetzt nicht ganz genau gelesen, welcher Tag es war. Nicht mitgelesen. Yeah, paralysiert, nice. Knirscher, oh ja. So, da es paralysiert ist, senkt es auch seine Initiative. Heißt, wir sollten eigentlich angreifen zuerst. Wir haben auch davor, glaube ich, angegriffen. So oder so. Schenkt sich nichts. Also, seine Initiative senkt sich nicht direkt, sondern an sich wird er quasi so immobilisiert, sage ich mal, dass das eigene Pokémon dann eigentlich eine höhere Chance hat, als erstes Angriff zu greifen. Genau. Fünf Pikachu-Bonbons, okay. Ah. Ist das Bonbon nur für Pikachu? Falls ja, dann gebe ich das direkt beim Pikachu. Bonbonglas hier nämlich. Pikachu-Bonbon. Ein Bonbon, das voller Energie steckt, erhöht dauerhaft sämtliche Chance eines bestimmten Pokémon. Es, ja, geht nur für Pikachu. Okay, let's go. Dann benutzen wir das mal. Yeah, nice. Alle Schadenszeile sind um 1 gestiegen hier an der Stelle.
Let's go weiter. Yeah, yeah. Rein damit, Pikachu. Ace, Pikachu, Gains! Jetzt haben wir speziell ungefähr 60. Ah ja, okay, nicht schlecht. Initiative 76, okay, nice. Oh, Stability Cards. Du da, möchten Sie kämpfen? Du hast jetzt noch gar keinen Kampf verloren. Oh je, da tut's mir jetzt leid, mein Freund. Unser Matrose, Dirk. Okay, Dirk, lass mal sehen, was drauf. Kopfslay! Nett. Nett, auf jeden Fall nett. Ja. Pack mal Bisa Knasper aus. Ah, Bisa ist schon auf der 20, okay. Ich glaube, Schluck und Glutexo müssen wir quasi nur noch auf 20 bringen, außerhalb von Stubidikal. Bisekness. Oh, frech. Rankenieb. Oh no, Hypnose. Ah, okay, jetzt erinnere ich mich auch zum Beispiel. In irgendeinem Part habe ich gesagt, hey, warum sind wir gleich eingeschlafen? War das kein Gesang? Das sollte auf jeden Fall Hypnose gewesen sein, vielleicht. Ich habe nur an Gesang gedacht, weil es, glaube ich, damals ein Pummelhof war. Aber ja. Oh, ist direkt aufgewacht. Okay, krass. Dieser Klaus wird's wissen, ey. Der zappelt nicht lang rum. Oh, nee. Schon wieder getroffen? Das gibt's doch nicht. Das hat doch keine 100% Volltreffer. Also keine 100er Genauigkeit. Pfund. Kennt ihr das, wenn euer Ohr sich so verhärtet? So innen drin? Das habe ich gerade. Ah, ich hasse das Gefühl. Ich hasse das Gefühl. Also so die Innenmuschel mehr oder weniger ist. Keine Ahnung, ich kann es schwer beschreiben, aber wenn es so einfach so verhärtet anfühlt, ist. Ich hasse das Gefühl. Er aufgewacht, jetzt komm, klatsche mal, warte hier. Bam. Alright. Pick a mouth. Slam! Ich glaube, auf Slam können wir verzichten eigentlich. 80. Muss nicht sein. Nope. Bitte nein. Taubuga erreicht Level 23. Macholo! Macholo! Taubuga, let's go. Taubuga. Oh my god. Der braucht auch noch sein Dokken Awaken zu Tauboss. Und dann, Freunde, gibt's ein Extreme Z Awaken. Zum Megataubos. Geil. Megataubos hat so Style, verdammt. Der sieht aus wie ein richtiger Styler, so richtiger Model. Megataubos. Wisst ihr, wie Megataubos aussieht? Das ist insane. Es ist insane, was die aus ihm gemacht haben. Große Dirkilein. Boah, das ist ein Ratikan. Okay, vielleicht kann es auch aber auf Dauer ein bisschen nervig sein, die ganze Zeit, dass Nobilikard direkt poppt. Fangen wir erstmal Ratikan. Wir haben Alola vom Ratikan nämlich, aber so einen haben wir noch nicht. Oh, lol! Mach langsam. Mach langsam wieder. Oh no. Nein. Nein. Wieder. Das ist halt manchmal so ein Ding, ey. Ohne Spaß. Oh, bitte. Hör doch auf. Bitte. Oh, nicht, dass ich ziehen könnte, aber meine Switch ist halt einfach links von mir. Und dann muss ich nach links werfen, nach vorne gucken. Mann, wieso kann ich einfach nicht den A-Button drücken und Pokémon fahren? Oh mein Gott. Aquaknarre, nice, ja damit. Mach mal Tackle dafür weg. Let's go. Level 20 ist Schlock, perfekt. Glutexo können wir dann. Glutexo müssen wir noch trainieren, okay. Okay, cool.
Protects tun wir mal an erste Stelle hier aber auch ganz schnell. So. Noch ein Radikal. Lockparfüm. 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 Ich glaube, das kann man fürs Shiny Hunten nutzen. Ein Parfüm, das für kurze Zeit vermehrt seltene Pokémon erscheinen lässt. Ja, glaube ich schon. Shiny Hunten wird auch krank, Freunde. Ich will, wie gesagt, so die Story erstmal let's play und danach machen wir jeden anderen Shit. Kämpfen, Shiny Hunten und so, das wird richtig geil. Rogers. Vulpix, ey. Vulpix, by the way, editionsspezifisch nur in Evoli. Pokémon Let's Go Evoli. Und das, was ich mir gedacht habe, letztens zu Milka und Arcani, ist auch editionsspezifisch. In Pokémon Let's Go Pikachu bekommt ihr Zwirbelkart und bei Evoli Arcani von dem Boy. In Orana City. Ich glaube, in Evoli ist sogar eine Dame. Naja. Aggressiv. Level 20, perfekt, Glutexon. Marboy Glutexon. Kratzfurie, willst du erlernen? Okay, komm. Kratzfurie. Ja, mach mal raus für Kratz, alles so. Seems legit. Ding, ding. Oh, la, Rogers, what is los, Nets Rogers? Jetzt eine Sache. Habe. Traumato? Brrrr. Traumato finde ich sieht geil aus. Wieso bleiben die einfach nicht First Strike drin, ey? Bleib doch einfach drin, Summer. Überlegt mir, wir begegnen irgendwann später ein legendäres Pokémon. Und es flieht einfach, weil wir die ganze Zeit vertreffen. Oh my god. Das wäre. Oh mein Gott. Oder bei einem Shiny Pokémon. Du triffst einfach das Shiny Pokémon nicht, dann flieht es. GG. Was? Ey, du da. Oh. Okay. Oh, Nidorino. Boah, auf Nidoking hätte ich auch schon Bock eigentlich. Auf Nidoking. Nidoking. Aber let's go, Schaufler. Sehr effektiv. Gegen Legift. Boom! Zack, Klaus aber schon auf. Du sieht so geil aus einfach, sag mal. Die haben das so geil gemacht, ohne Spaß. Die haben das so geil gemacht. So geil! Warte mal, hat sie was? Nope. Okay, dann gucken wir mal hier ganz kurz. Gegen den müssen wir noch kämpfen. Oh! Der sollte Magnetula haben, glaube ich. Schau mal. Dennis. Voltoball, okay. Knapp. Schaufler wieder, ja, ey, Schaufler, Schaufler it is, Freunde, ganz ehrlich, Schaufler it is. Major Bob wird so auf die Fresse bekommen nachher. Bin gespannt, wir müssen erstmal die Schalter finden, ne? So wie damals, in dem Mülleimer oder was auch immer das war. Ah, Dennis! Was ist mit dir passiert, Dennis? Boah, noch ein Traumato. Wow, okay, hier geht's ja ab. Jetzt gute Trainer, viele Trainer. Nice, finde ich gut, finde ich gut. Eine Trainingssession mal, bevor wir zum Arena weitergehen. Finde ich gut. Rollenspieler, Isidore. Oh, Alter, was? Auf geht's zu Texto. Dieser Knospen, der ist mit dir.
Mieseknes. Geh auf zu. HTF! Das hat legit noch getroffen, Geofissur. Ich dachte, warte mal, Geofissur. Der Name hat mich schockiert. Geofissur? Legit K.O.-Treffer. 30. Also Genauigkeit von 30 hat es, glaube ich. Und jetzt ein K.O.-Treffer. Wenn es 30 waren. Die Genauigkeit. Ja. Ich habe es nämlich gerade verwechselt mit einer anderen Attacke. Mit Intensität war es, glaube ich, habe ich es verwechselt. Und ich dachte, hey, warte mal, Geofissur? Holla. Ja, natürlich trifft der! Willst du dich verarschen, Samal? Das kann's nicht sein! Verarsch mich nicht, Mann. Was? Bitte? Ja, wenn ich Schaufel einsetze, kannst du mich trotzdem treffen, bin ich mir ganz sicher. Bitte? Kratzfuge, komm. Nein! Niemals trifft es die ganze Zeit! Verarsch mich nicht, Mann! Das hat eine Genauigkeit von 30, wenn mich alles täuscht! Wenn nicht sogar weniger! ADF bitte! Der hat alle Pokémon rausgenommen. Willst du dich verarschen? Jetzt will ich mal sehen, was abgeht mit dir. Und was ist denn heute? Jetzt raus mit dir. Hä? Unglaublich, echt. Die Würfel sind gefallen. Naja, oh Mann, die. Oh mein Gott. Was? Hast du umso gechillt, hier mit Stubikat einfach durchzurennen. Lecco mio, du, das sag ich dir. Lecco mio. Holla. Krass. Wie frech. Ja, mach meine Pokémon wieder fit, Sama. Der hat mich halt komplett ausgenommen. So. Super Schutz, okay. Beleber. Ah, gegen die können wir noch kämpfen, sicherlich. Ansonsten haben wir, glaube ich, jeden. Oder? Ah, nee, guck mal. Oh, Patimos! Timus ist so verschickt, Freunde. Guck mal, was für Scheiße der macht. Guck mal. Patimus, jetzt bleib mal stehen. Bleib mal stehen, Junge. Bleib stehen jetzt. Darf dich. Dieser Patimus. Ah! Nein, ey! Bleib stehen. Ups. Naja, mal langsam. Ey. Gut, okay. Patimos ist sack hier. Patimos ist fresh, Freunde. Oh! Ja, eskalier mal nicht, okay? Ich weiß, du kannst tanzen, aber jetzt hat mal den Ball flach. Hier, nimm mal ein bisschen Gains. Jetzt bleibt mal da stehen. Oh ne, der ist rechts. Ob ich ihn da treffe, niemals. So schief wie ich werfen muss, ja, sag ich doch. Oh mein Gott, Pantimos, komm doch ein bisschen in die Mitte, bitte! Junge Pantimos, kannst du dich mal in die Mitte platzieren? Meine scheiß Konsole ist ganz rechts. Oh Mann, ey, links von mir meine ich. Ey! Pantimos, bleib mal stehen jetzt! Jetzt werfe ich nach links und in der Mitte ist. Ey, ist das gerade dein Ernst? Der will mich doch gerade legit verarschen, oder? Der will mich doch gerade legit verarschen. Junge, nimm diesen Pokéball und nimm ihn auf deinen Kopf. Diesen Pokéball und nimm ihn in deinen Kopf, Junge. Ist diesen Pokéball. Oh, ich werfe zu weit.
ist diesen Pokéball jetzt? Bist du, als sie sagte, dass Pantimos fresh sei, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. No look. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, Mann. Von mir aus kannst du auch fliehen. Ganz ehrlich, gar keinen Bock mehr auf dich. Ja, ja, ja. Ganz ehrlich, Mann. Was war das gerade? Ich fand Pantimos so cool. Mittlerweile ist es nur noch Dreck-Timos, ganz ehrlich. Dreck-Timos, Alter. Aber habe ich jetzt den besiegt? Kann ich mal kurz gucken, ob der Relaxo liegt? Bitte. Ah, nee, dich. Dich Lady habe ich ja. Pantimos! Pantimos hat mich legit getötet, Freunde. Tanja! Oh mein Gott! Auf geht's zum Dexter. Danach gehen wir instant direkt in die Arena. Direkt. Eigentlich, der bringt ja auch nicht viel. Aua. Level 21, nice. Nice! Nidorina. Nidorina, ey. Ich finde an sich, also sowohl Nidoran männlich als auch Nidoran weiblich, die haben was Besonderes, finde ich. Oh, okay. Doppelkick. Aua. Aua. Aua, ey. Was machst du denn? Okay, okay, okay. Okay, jetzt sind aber. Schillock auch 21. Nice. Ach, Tanja. Ich weiß gar nicht, was gerade abging, Tanja. Das ist ein Pantimos. Der hat mich hier total. Das habe ich ja noch nie erlebt, du. Was geht bei dir? Arif? Oh, hier geht's hoch. Okay. Ah, natürlich geht's hier hoch, wie damals. Ja, ja, Relaxo, um den kümmere ich mal irgendwann später. Hey, was gab? Yeah! Nein. Schau mal, habe ich 30 verschiedene? Ja, okay. Richterfunktion, was ist das für eine Funktion? Wenn du dir jetzt den Bericht eines Pokémon anschaust, kannst du auf den ersten Blick erkennen, über welches angeborene Potenzial. Was? Stopp. Warte, warte, warte. Wie ist denn mit Geräuschen hier? Ah, Richter hier.
Warte mal. Das ist rigged. Das muss eigentlich die Fleißpunkteverteilung sein, oder? Ich glaube nicht. Richterfunktion. Okay, ich meine, es zeigt das Potenzial von Pokémon an, aber zum Beispiel Pikachu ist rigged. Der hat auf alles sensationell. Ah, warte mal, ist das die Gene? Ist das das Richterpotenzial? Da werde ich mich auf jeden Fall schlau machen danach, ob das anzeigt, wie die Gene des Pokémon ist. Weil man kann auch, also Pokémon kann auch quasi, man kann Gene verteilen. Ja, guck mal, das Gelbe, was ihr da seht, das ist, denke ich, die Fleißpunkteverteilung von den Pokémon. Aber das kann man nochmal beeinflussen. Ja, ja, doch, das ist die Fleißpunkteverteilung, ganz sicher. Wegen den Bonbons. Mhm. Und ich glaube, diese Richterfunktion ist die Gene, weil jedes Pokémon kann auf sein Startungswert nochmal einen Wert bekommen. Ich glaube, das war höchst war, glaube ich, war es 31? Weiß nicht. Wie gesagt, bei sowas muss dann immer natürlich nachlesen. Nochmal durchlesen, nicht durchlesen. Aber wenn diese Richterfunktion die Gene des Pokémon anzeigt, das wäre richtig krass. Aber das ist, wie gesagt, alles PvP-Schiene. Richterfunktion. Geil, okay, geil. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Alright, gehen wir aber zum Major. Boah, ich dachte gerade was. Hä? Ach, ich habe gegen dich gar nicht gekämpft. Okay. Gehen wir mal zum Major Bob. Holt auf jeden Fall den Orden heute noch. Oder in diesem Part, besser gesagt. Und dann, ja. Dann müssen wir mal aufpassen. Ne? Jetzt haben wir bestimmt schon. Ist auch ein bisschen weit jetzt. Okay, könnte ich aber auch eigentlich wechseln am besten. Pikachu. Diese Richterfunktion, die interessiert mich jetzt wirklich. Die interessiert mich richtig. Das ist geil, das ist geil. So, Donnerblitz. Ah, mein Ohr tut immer noch weh, keiner weiß. Jetzt aber, raus mit dir, komm. Oh, hör auf, so grüßig zu schauen, bitte. Flagmon. Matrose Valentin, oh jetzt sitzt's. So, aber jetzt ran. Überlegt mal krass, wenn ihr. Ja, Fab! Junge Pantimos, zisch ab, Mann. Überlegt mal, wie krass auch wäre, wenn ihr einfach an ein Shiny-Pokémon vorbeiläuft. So, GG. So, jetzt aber. Howdy, ja, wie geht's dir stets? Blablabla. Genau, lass mich einfach durch. Okay, danke schön. Ja, ich zerschneide den gleich. Ah, ja, danke schön, danke. So. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ey! Boom! Korrekt. Jetzt machen wir Platz, Junge. Ja, ja, komm, jetzt überprüft auch noch unser Level und was weiß ich, du. Lass doch einfach rein. Ich klatsche Major Bob schon zur Seite, so ist nicht. Ah, jetzt The Legends of den Schaltern. Komm, Major Bob, der sperrt sich einfach rein. Ey! Ah, endlich redet er nicht. Der sagt einfach, okay, alles gut. Dankeschön. Appreciate it. Okay. Einfach Wild Talk mit Megafon. Oh! Was machst du? Hast dich verlaufen? Falsches Spiel. Du gehörst doch zu League of Legends. Alfred, Elektromusiker Alfred. Ja, genau deswegen habe ich Schaufler. Sehr schön. Warum? Warum? Einfach in Luft aufgeschrieben. Keiner weiß. Egal, umso besser für uns. Nein, ich will nicht wechseln. Geil. GG. Willst du nochmal in die Luft jagen? Oder was? Wie sieht's aus? Donnerstag. Morgen vielleicht. Rausklärung. Was? Okay. Er sieht schon, die sind schon auf Level 22. Das Training im Schiff hätte echt gut getan eigentlich. Aber gut, was soll's. Können wir auch nicht mehr ändern. Ein Kurzschluss GG.
Hey Junge, lass mich durch. Ah, sowas ist ein Schalter, du kriegst den Klick. GG. Oh. Jetzt müssen wir noch den zweiten Schalter finden. Martin. Magnetilo. Eingeglut in deine Schnuppe, Junge. Okay, doch nicht eins. Aua, Donnerschock! Aha. Wow! Gar nicht geschaut, wie viel Leben noch mein Texter hat. Oh, was mach ich? Warum tue ich das meinem Pokémon an? Scheiße. Ja, scheinlich so. Scheiße. Ah, lol. Ja, komm. So, The Legend of Suchen. The Legend of Schaltersuche. Immer als ich so den ersten gefunden habe, bin ich immer so an den Kanten eigentlich entlang gegangen. Mehr oder weniger. Orson, okay. Pikachu, ey. Interessant. Schaufler, let's go. Oh, Donnerwelle. Nein, paralysiert. Oh no. Okay, Glück gehabt, dass kein Elektroattacke eingesetzt hat. Wie frech, dass es eingeschaufelt hat. Oder eingegraben hat. Oh no! Oh Mann, ey, hör doch auf mit sowas, bitte! Oh lol, immer Paralyse und so. Oh jemine, das dauert's. Geht doch. Hau rein. So. Ist nichts, bloß Abfall, überall ist Abfall. Ich bin Abfall, du bist Abfall, RCS ist Abfall. Ich Wambo, du Wambo, Abfall hier, Abfall da. Ey, Mauerplatz. Hier ist bloß Abfall mal wieder natürlich. Da ist auch nur Abfall. Was? Hier ist ein Schalter. Leute, der erste Schalter war doch auch hier drin. Heißt es, ist jetzt nicht mehr zufällig oder was? Ja. Wow, GG. Aha, genau das. Jetzt darf man mal schön suchen. GG. Na. Ah, lach. Und es geht immer so weiter jetzt, ne? Bis wir den zweiten Schalter finden. The Reset. GG. Und ihr wisst sicher schon, wo der Schalter ist, der zweite Schalter, aber ja. Muss es ja noch herausfinden jetzt hier an der Stelle, auf jeden Fall. Oh Mann, hör doch auf, bitte, ist gerade ein völliger Ernst. Gibt's nur. Warum ist der eine blau und der andere rot? Einfach random oder was? Ich hab jetzt vergessen, wo wir zuletzt waren. Ah! Mein Ohr, keiner weiß.
ich lehne mich mal zurück, Freunde. Ich lehne mich mal zurück und versuche das Ganze einfach mal herauszufinden jetzt. Wehe, die sind in dem roten oder blauen dann im Endeffekt. Also ihr könnt euch merken, der erste ist auf jeden Fall da, wo er gerade ist. Und dann, dann werden wir schlauer, wo der zweite ist. Ich hab jetzt vergessen, wo ich über nachgeschaut habe, um ehrlich zu sein. Also ganz rechts auf jeden Fall schon die ganze Reihe, hoffentlich. Das ist gerade nicht dein Ernst. Sagt mir nicht, dass der zeitliche Schalter nicht zufällig verteilt wird, sondern ich mich einfach nur umdrehen musste. Major Bob, komm mal leer, ich muss dich mal richtig verdreschen, ja, für dein System. Was ist für ein Drecksystem, Major? Dreck, Alter. Major Dreck. Komm her. Major Dreck, legit Major Dreck einfach. Oder? Like legit Major Dreck. Was sagt ihr? Major Dreck, komm mal her jetzt, du Nervensäge. Und halt mir keine Schandpocke. Ja, ich bin Rekrut, bla bla, ein Winzling wie du. Ja, immer Winzling hier, kleiner da, Kid da. Und dann krieg ich eh auf die, ja, dann krieg ich eh auf die Schnauze, mein Freund. Oh mein Gott, brauchst gar nicht so böse herabzuschauen auf mich. Ja, wow, oh, Muckis. Oh, wow. Komm her, komm her. Komm her, Junge. Drei Pokémon, der Mesh, okay. Oh, Level 25, nicht schlecht. Lichtschild, ja, Spezialangriff mache ich eh nicht gegen dich, mein Freund. Morgen. Krieg ich einen fetten Schaufler in deine Ferse. Donnerwitz, wer fehlt? Und jetzt hier. Sayonara. Und nochmal eingraben, Gutex. So, genau, das in die Place. Oh! Super Schaden machen. Bitte nicht. Bitte, Mann. Bitte. Ah, bitte, bitte, bitte. Bitte nicht. Also bis jetzt auf jeden Fall Major Bob der nervigste Arena-Leiter für uns. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Komm schon. GG. Bam. Oh Lord. Jetzt echt überlebt. Ich bin gespannt, wie Raichu aussieht. Ich bin echt gespannt, wie Raichu aussieht. Magnetile, okay. Dann können wir Text reinballern. Kotzt. Aua. Au. Also kennt ihr das, wenn es hier so fertig ist oder hier in der Muschel drin, so sag ich mal. Das ist so ein komisches Gefühl, Mann. Um Spaß. Donnerwitz, oh je. Boah, der ist auch Level 25. Shit. I don't wanna know. Jetzt leider kein Boden-Pokémon. Sonst hätte es ja gar nicht getroffen. So, Pikachu, zeig mal, was du drauf hast. Mit deinen Rick. Mit deinen Rick-Werten. Mit dieser Rick-Richter-Funktion. Nice! Jetzt reicht schon. Und? Ah, das sieht schon nett aus. Bin gespannt, ob es auch Alola-Form Raichu in dem Game hat. Bam. Und Level 26 ist er, by the way. Bam.
Oh, er hat's überlebt, okay. Let's go. Aggressiv. Aber die Attacke ist geil gemacht. Nice. Ja, jetzt Major, was ist jetzt los, hä? Du sogar einen Crit in deine Schulter bekommen. Und was jetzt? Was ist deine Ausrede jetzt? Hm? Und oh nein. Du weißt, wie mein Kerl rekrutiert, also ich sage, HDF, komm, dreh zur Seite her mit den Stones und gut ist. Guck mal, wie sie nervt. Geschieht dir recht? Ja, ja, rinnt sich so. Yeah, yeah. Nice! Du hast mich nicht ausgebildet, Mann. Ich hab dich ausgebildet, okay? Was für ein Autogramm? Ich wollte kein Autogramm von dir. Was ist mit dem? Naja, Freunde, wir haben den typischen Chaos Major Bob hier an der Stelle besiegt. Und damit sind wir am Ende dieses Parts. Ich freue mich auf jeden Fall im nächsten Part auf euch. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.